Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Filter von Tim Bensko in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Filter von Tim Bensko, das Ganze am 18. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Pop. Ja, so sieht das aus, die Vinyl Edition. Wir werden mal vorab die Folie abmachen und uns das Ganze dann mal im Detail ansehen. So, einmal hier einschneiden und dann lässt sich die Vinyl hier wunderbar öffnen. Und so sieht das dann aus. Also, wir haben hier einmal oben links im Eck Tim stehen, dann rechts Bensko und unten links dann den Albumtitel Filter. Und wir haben hier den Interpreten auch auf dem Cover abgebildet. Sieht so aus, als wäre er hier oberkörperfrei, also die Schultern hier sind nackt zu sehen. Und dann haben wir hier das Gesicht. Es ist in so einem bläulichen Licht und irgendwie hier so an der Seite, also so die rechte Gesichtshälfte ist hier von irgendeinem, ja, eventuell Filter, aber es sieht so nach irgendeiner Gelee-artigen Substanz aus, so Flüssigkeit, wie so ein Gel. Ja, und das bedeckt das Gesicht und hier auch noch etwas die Schultern. Also, sehr interessantes Cover. Auf der Seite lesen wir auch wieder Bensko, Tim Bensko und Filter. Jawohl. Da kommt schon der Inhalt raus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 13 an der Zahl und die werden hier auf einer Vinyl untergebracht. Wir haben hier auf der A-Seite 7 Stück, auf der B-Seite 6 Stück und wir haben auch zwei Features mit dabei. Und zwar haben wir hier einmal auf Track Nummer 3 ein Feature aus dem Bereich Deutschrap von Cool Savage und dann haben wir hier auf Track 9 noch ein Pop-Feature von Milo. Hier unten haben wir noch die Beteiligten und einen Barcode. Ja, was das sein soll, das sieht irgendwie so nach Scherben aus, um ehrlich zu sein. So Glasscherben. Okay. Dann schauen wir mal ins Innenleben. Hier haben wir auch wieder eine Glasscherbe. Und ansonsten ist hier alles in so einem zarten Violett, in so einem Lila gehalten. Dann kommen wir zur ersten Seite. Und zwar haben wir hier, obwohl es nur eine Vinyl ist, haben wir hier doch ein Gatefold zum Aufklappen mit zwei Stecktaschen. Denn wir haben hier einmal einen Flyer, einen Infozettel zur Jetzt bin ich ja hier Tour 2020. Also hier kann man Tim Bensko live sehen. Die findet hier Mitte Mai bis Ende Mai statt. In Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und auf der Rückseite haben wir dann auch noch Merchandise von Tim Bensko zum neuen Album Filter, jetzt online erhältlich. Alles klar. So, ungewöhnlich, aber doch, mich freut's. Wir haben hier scheinbar ein Booklet mit dabei. Also so ein Heftchen. Schauen wir mal hinein. Jawohl, so stelle ich mir das vor. Wir haben hier einerseits Fotos von weiteren Scherben, aber wir haben hier auch die Lyrics abgedruckt. Bedeutet, hier ist alles zu lesen, was es auf den jeweiligen Songs gibt. Hier kann man dann mitsingen oder nachlesen. Sehr schön gemacht. Jawohl. Also eine wunderbare Beilage zu dieser Vinyl. Hier haben wir dann sogar auch noch ausgeschnitten einen Kreis. Weiteren Text, weitere Fotos. Ja, und irgendwie zieht sich so dieses Flüssigkeit, dieses Gel-Thema hier durch das Artwork durch. Okay. Jawohl. Also, jede Menge interessanter Fotos. Dann haben wir hier zum Abschluss noch die Credits zum Album. Wer hat hier an jeweiligen Tracks mitgewirkt? Wer war hier beteiligt? Und dann natürlich auch noch die Instrumente. All das kann man hier nachlesen. Und dann hier noch eine sehr minimale Danksagung. Danke fürs Zuhören. Jawohl. So, dann widmen wir uns jetzt dem eigentlichen Inhalt.
Und zwar haben wir hier eine Vinyl. Jawohl, sonst ist hier nichts weiter drin. Und zwar kommt diese auch wieder in diesem lila Ton, in diesem Farbverlauf hier. Das Ganze ist eine Papierhülle und in dieser haben wir dann die Vinyl. Klassisch in Schwarz gehalten. Das ist in dem Fall die A-Seite. Hier lesen wir wieder den Namen des Interpreten plus hier oben auch noch den Albumtitel. Und wir haben hier das Auge von Tim Bensko. Und genau das Loch der Vinyl hat hier die Pupille ersetzt. Also das ist auf jeden Fall eine gelungene Grafik hier, um die Vinyl zu gestalten. Und auf der Rückseite auch wieder so gestaltet, in diesem Fall dann das andere Auge. Jawohl, also das kann auf jeden Fall was, gefällt mir gut, rein so von der Optik, wenn auch eingefärbte Vinyls mehr mein Fall sind, aber trotzdem sehr schön anzusehen. Ja, es ist das vierte Album von Tim Bensko, 13 Tracks haben wir hier mit drauf. Und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigte Vinyl hier, A- und B-Seite mit insgesamt 13 Tracks. Dann dieser kleine Flyer hier zur Tour und zum Merchandise. Dieses umfangreiche quadratische Booklet mit allen Lyrics, jede Menge Fotos und den Credits zum Album. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Filter von Tim Bensko. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl Edition? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Tim Bensko unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.